Um zwei Brüche zu dividieren, das heißt zu teilen, multipliziert man den ersten mit dem Kehrwert des zweiten. Diese Rechenregel bleibt selbstverständlich auch gültig bei literarischen Brüchen, das heißt bei Brüchen, die Buchstaben enthalten. Hier werden wir zuerst diesen Bruch umdrehen und den ersten mit dem zweiten umgedreht multiplizieren. Also so. Was oben stand, steht unten und was unten stand, steht oben. Jetzt können wir anfangen zu kürzen, denn es handelt sich hier um eine Multiplikation. Hier sehen wir die Zahlen 6 und 10 und unten 5 und 12. 6 mal 10 macht 60, 5 mal 12 aber auch. Also kürzen diese Vorzahlen sich weg. Jetzt schauen wir für a. Der Exponent von a ist unten größer als oben, also schreiben wir unten a hoch 5 minus 3, das heißt a hoch 2. Jetzt für b. Der Exponent ist oben größer als unten, also schreiben wir oben b hoch 4 minus 3, das heißt b hoch 1, also b. X streicht sich mit diesem x weg. Und die Hochzahl von y ist oben größer als unten. Also schreiben wir oben y hoch 2 minus 1, das heißt y hoch 1, also y. Und so haben wir auch schon die Endantwort. Hier werden wir sofort diese Division vornehmen, um diesen Bruch durch diesen Bruch zu teilen. Multiplizieren wir den ersten Bruch mit dem Kehrwert des zweiten. Das heißt, dieser untere Bruch wird umgedreht und gleichzeitig werden wir Zähler und Nenner faktorisieren. Der Zähler wird dann dieser sein und das ist x plus y im Quadrat. Der Nenner wird dieser sein und das ist x minus y mal x plus y. Also so. Und jetzt sehen wir, dass wir x minus y mit diesem Faktor wegkürzen können. Und hier haben wir x plus y im Quadrat. Das ist genau dasselbe wie x plus y mal x plus y. Also diese drei Faktoren streichen sich auch noch weg und letztendlich bleibt nur die 1 übrig. Im dritten Beispiel machen wir Ähnliches, um diesen Bruch durch diesen Bruch zu teilen, multiplizieren wir den oberen mit dem Kehrwert des unteren. Das werden wir machen und wir werden gleichzeitig alles faktorisieren. Hier oben können wir eine 3 ausklammern, das wird also 3 mal a Quadrat minus b Quadrat. Hier unten können wir eine 4 ausklammern, das wird 4 mal x Quadrat plus 2x plus 1. Hier können wir einen 9 ausklammern, dann wird das 9 mal a minus b. Und hier können wir eine 2 ausklammern, das wird dann zu 2 mal x Quadrat plus 2x plus 1. Also so. Und wir sehen, dass diese große Klammer, die eigentlich x plus 1 im Quadrat ist, sich mit dieser da sofort wegstreicht. Diese 9 streicht sich weg mit dieser 3, dann bleibt unten 3. Diese 4 vereinfacht sich mit dieser 2, dann bleibt unten 2. Und a Quadrat minus b Quadrat ist dasselbe wie a minus b mal a plus b. Also erhalten wir diese Rechnung, in der wir noch durch a minus b kürzen können und letztendlich bleibt übrig, a plus b geteilt durch 6. Die Übung ist beendet.